Warum schöpft mein E-Auto nicht immer die komplette Ladeleistung aus? Ja, gute Frage. Viele kennen es auch schon, wenn man unterwegs ist. Und beispielsweise im Winter passiert es ganz häufig, dass man an eine Ladestation kommt und beispielsweise ein Fahrzeug angegebene maximale Ladeleistung von 100 kW hat und man steckt das Fahrzeug an und man kommt noch nicht mal bei der Hälfte in der Ladeleistung an der Anzeige in der Ladestation raus. Und man fragt sich einfach, an was das liegen kann. Also ganz häufig ist es einfach so, dass es leider in dem Fall am Auto liegt und beispielsweise die Batteriezellen, die im kalten Winter über die Nacht ausgekühlt sind, einfach noch nicht die Temperatur erreicht haben, um die maximale Ladeleistung aufnehmen zu können. Im Winter also völlig logisch, wenn man jetzt beispielsweise von Stuttgart nach Karlsruhe fährt, 80 Kilometer und unterwegs laden muss, dann ist man erst 40 Kilometer unterwegs. In dieser Zeit schafft es das Fahrzeug nicht, die Batterien schon auf die Temperatur zu bekommen, um dann die maximale Ladeleistung anbieten zu können. Und deshalb dauert es halt im Winter manchmal etwas länger. Wenn man nun ein bisschen länger unterwegs ist, dann verflüchtigt sich dieser Effekt einfach wieder. Das heißt, das Fahrzeug temperiert dann die Zellen so weit hoch, dass die maximale Ladeleistung abgerufen werden kann. Und dann geht es auch wirklich wieder mit Schnellladen weiter.